Oh, er ist da drin. Atreus. Da ist der Ring an der abgetrennten Hand. An dem Seelenfresser. Tja, jetzt wissen wir, was an Vari zugestoßen ist. Wir können es Brock sagen. Wir müssen nicht kämpfen, oder? Doch, wir kämpfen gegen ihn. Aber warum? Weil du Angst vor ihm hast. So, endlich. Endlich können wir kämpfen. Ein neuer Gegner, das freut mich sehr. Oh. Alter, wieso stirbt er nicht? Boah. Krass. Was ist denn ein Gegner? Wow. Zehnmal muss ich drücken. Mein Gott. Nimm das, Glauben! Scheiße. Nein, nein, nein. Ob ich frisiere, ne? Nein, zu weit. Alter, der will ja gar nicht sterben. Unsere Gegner sind stark. Uff, geschafft. Friss das! Was? Friss das? Hab ich das jetzt richtig gehört? Hat er gesagt, friss das? Ah, das war das Eichhörnchen, wo geredet hat. Ach so. Naja. Nichts kann mich noch schockieren in diesem Spiel. Bestimmt keine Eichhörnchen, die reden. So, jetzt muss ich da durch. Und dann bekämpfen wir diesen Koloss. Zum tausendsten Mal. Und danach bringen wir diese Knochen endlich mal, damit wir diese Mission auch abgeschlossen haben. Wir kämpfen, vernichten ihn, bleiben immer konzentriert. Ja. Der sich Sorgen macht, ne? Das ist schon schön. Okay. Sei ganz still. Keine schnellen Bewegungen. Wieso nicht? Seelenfresser. Nein! Lass doch laufen, Mann! Scheiße. Oh. Mann. Warte,
Wow, hat mich geheilt. Gratuliere, ich dachte, du kannst das. Hab extra Rüstung gekauft dafür. Oh. Oha. Wow. Ging aber schnell. Mit abgetrennten Hand nehmen. Ich werde genügend. Aha, ist das? Selten. Brandschaden. Naja. So selten ist es auch nicht. Grüner Ring. Aha. Zwergeninschrift. Der Alchemist. Rumpf wird sich sicher einen Blick darauf werfen. Höchstwahrscheinlich Asche. Der Seelenfresser hat ihn erwischt. Cool. Wir sollten das hier zu Brock bringen. Oh, Mia. Hallo, Mia. Danke für den Host. Dankeschön. Grüß dich. Wie geht's? Wie steht's? Hast fertig gespielt. Hab ich gar nicht gesehen. Alles gut? Ja, guck, so sehe ich aus nach in 2 Jahre sehe so. Nein, guck, das bin ich. Ja. Ja, nein, ich bin der Zwerg in diesem Spiel. Er heißt auch Brock. Er heißt nicht Brock, er heißt Brock. Ja, mit G. Wirklich. So ist das. Ne? Ich wäre auch gerne Kratos, aber nein, ich muss Brock sein. Auch schön. Egal. Er ist blau. Und kommst gut voran in Bloodborne? Was? Du bist immer noch dort? Du lügst. Wow. Da hast du ihn noch nicht geschafft, die Spinne. Du lügst. Doch, doch. Du hast geschafft. Nein. Immer noch. Wieso? Wow. Der ist doch nicht so schlimm. Was noch kommt? Falls du das DLC hast, dann kannst du schon mal anfangen, religiös zu werden. Also kannst schon mal anfangen zu beten. Ist wirklich ganz schlimm. DLCs. Lies es. Von der Nase kommt. Lies, mein Sohn, lies. Diese Runen wurden hastig geschrieben. Da steht Igimsteini. Keine Ahnung, was das heißt. Wir werden den Blauen fragen. Dann bist du jetzt interessiert? Wir haben seinen Alchemisten gefunden. Uns steht eine Belohnung zu. Alter, ich sehe so gut aus. Guck mal. Ja, das bin ich. Du bist der Zwerg. Ja, auch schön. Hab zwischendurch noch gefarmt etc. meine Wut abgebaut. Und immer noch nicht geschafft. Ja, das ist scheiße. Aber guck mal, ich habe gesehen, dass die anderen dir helfen beim Spielen. Und ich habe gesehen, ja, die sind auch nicht so. Keine Pro-Gamer, sagen wir so. Du weißt, wenn sie sterben, der Boss ist dann doppelt so schwer. Dann würde ich es eher alleine versuchen. Ne? Weil die sterben vor dir und dann machst du das ja alleine am Schluss. Und wer hat mehr Leben am Schluss? Weißt du, was ich meine? Deswegen. Keine Lust jetzt zu sterben. Da. Platz da. Oha, wer bist du denn? So. Zähne putzen, komm. Jetzt schockieren. Das war gut, oder? Besser. Ja, also ich würde es alleine versuchen. Dann hast du mehr Chancen. Weil wenn die anderen sterben, ne? Die spielen ja auch nicht so gut. Hab ja gesehen, die sterben ja, bevor du stirbst. Und wenn die anderen
vorher sterben, dann ist der Boss, der bleibt gleich, der bleibt dann stark. Also stärker, als wenn du ihn alleine machst. Hast du das nicht gewusst? Bestimmt nicht. Er passt dich ja an, ne? Wenn du alleine machst, hat er weniger Leben. Also bringt's eher, alleine zu versuchen, finde ich jetzt. Oder Dio? Dio ist auch Experte. Falls er nicht eingeschlafen ist. Junge, guck den mal an. Er macht so viel Schaden. Er ist die Zukunft. Unglaublich. Mein Sohn. Mein Stolz. Mein Altersvorsorge. Komm mit. Ich bin... Ach, ehrlich, ja? Aha, guck, Leno ist wieder da. Shalom, Leno. Leno, du kennst dich doch so gut aus in Bloodborne. Oha, ja, weil er spielt auch sehr gut. Er hat irgendwann mal aufgehört. Er hat irgendwann mal aufgehört mit Bloodborne, weil das alles ihm zu viel wurde, weißt du? Hast schon recht, alleine besser, ja? Du machst mehr Schaden. Weil deine Leute sterben ja sowieso, dann spielst du gegen einen Boss, der stärker ist, als er ist. Er hat mehr Leben und macht mehr Schaden. Er passt sich an. Verstehst? Check. So ist das. Also es lohnt sich, alleine zu machen. Ich hab's verschenkt, siehst? Er hat national... Er hat, wie sagt man? Nicht national. Er hat, doch, Nationalität hat er geändert. Wegen dem Spiel, ja? So ist das. Atreus. Folge mir. So, was, wo? Wo, was? Alter, ich habe mich verlaufen. Hilfe, wo bin ich? Nein, warte, nicht noch eine Runde. Oho, Heilung. Ich will nochmal da gucken, was da ist. Was da gewesen jetzt? Da habe ich doch den Haiwan getötet. Oder geht's da lang? Diese Orientierungsprobleme. Von wo kenne ich das? Aha. Ja, nee, alleine, du spielst, du kämpfst ja, aber hast du das nicht gewusst? Und dass das dir niemand gesagt hat? Ja, die Leute wollen, dass du leidest. Nicht normal. So, wir haben das jetzt geschafft. Gehen wir raus. Hallo, hopp. Wo ist raus? Ah, da. Gut. After Control. Da, genau. Nicht mal Navigation ist sicher. Bei dieser Orientierungslosigkeit. Da lang. Gott, oh Gott. Halleluja, wir haben es geschafft. Danke Gott, du bist so groß. So, ich habe deinen Freund, Sohn gefunden. Da. Da. Deinen Alchemisten. Tut mir leid, Brock. Die Hand war alles, was wir gefunden haben. Mit dem Ring. Da drin war ein Seelenfresser und... Er muss den Rest von ihm verbrannt haben. Ihr wollt sicher immer noch einen Lohn für eure Mühen, hm? Natürlich. Natürlich, sagt er. Mjönifruxi? Ich sehe mir diesen Ring einmal näher. Oh. Hohe Bonusaktivierung. Chance auf einen Gesundheitsschub bei jedem erfolgreichen Präzisionswurf. Das bekomme ich. Das bekomme ich. Du Sauhund. Ich habe so viel getan. Sehr geringe Bonusaktivierungschance auf eine Schutzbarriere, die Schaden durch gegnerische Angriffe verhindert, bei jedem erfolgreichen Axttreffer.
Geh weg. Geh weg. Verarscht. Ich fühle mich wirklich verarscht ein bisschen. Also bitte verarscht fühle ich mich. Nein. Habe ich Punkt XP bekommen? Wenn nicht Kopfnuss kommt. 18.000. Oha. Maximal. Ja, vielleicht hat Antwari ihn mit Magie erfüllt, bevor er abgekratzt ist. Zwerge können das? Klar. Zwerge und magische Edelsteine sind wie Fliegen und Schweinedärme. Die ganz zarten. Ich will's gar nicht so genau wissen. Hallo, hey. Was willst du, Zwerg? Ich habe noch eine Spur zu meinem Kumpel Antwari. Oha. Treff mich bei den Landsüderminen. Ist auch eine Menge hübscher Beute für euch drin. Noch eine Spur? Aber wir haben ihn schon gefunden. Naja, zumindest eine Hand von ihm. Ich erklär's euch bei den Minen. Diese hier sind südlich der Flusslande. Wollt ihr zwei jetzt irgendwas oder steht ihr einfach nur faul da rum und starrt Löcher in die Luft? Noch eine Nebenmission. Mache ich. Nicht heute. So, Ziele. Knoche. Wo ist Knochen? Da. Familienangelegenheiten. Wo ist der Knochenmann? Wer weiß. Weitere Valkyren suchen. Ja, wenn ich finde. Brock. Nein. Neun. Da. Gefunden. So. Hallo, hopp. Machen wir das. Hat den genau. Ringe den Volundraminen von Advaris Hand gerissen. Der Kerl hat immer mit Seelen, dunklen Ritualen und Dingen der Nacht herumgepfuscht. Wisst ihr? Wie komme ich hier raus? Da, ne? Ja, ja, da kommen wir raus. Es oh. Auch Metall reicht aus, um ein Feuer köstlich anzuheizen. Mist, ihr haut besser ab, bevor mir hier zu heiß wird. Das bin ich. Brock. Okay. So, jetzt machen wir Hauptmission. Nein, wir gehen noch zu diesem Knochenmann und dann machen wir eine Hauptmission. Gibt schon viele Nebenmissionen, wow. Also wenn man alle macht, dann ciao Louis. Dann ciao Louis. Wie komme ich da runter? Aha. Okay, Mia, guten Appetit. Wir sehen uns. Leute, Power Mia, POW Mia 030 streamt auch. Guckt bei ihr auch vorbei. Dankeschön, willkommen. Guten Appetit. Spaghetti. Leute, ich habe in den letzten 2 Tagen 2 Kilo Spaghetti gegessen. Mein Gott. Nicht normal. So, jetzt machen wir endlich mal... Nein. Knochenmann und dann machen wir Hauptmission. Das bin ich euch schuldig. Ach, guck. Oh nein, schon wieder ein neuer... Oh Gott. Ich will zum Knochenmann. Und schon wieder habe ich etwas gefunden, was ich nicht finden wollte. Was ist das? Nochmal ein neues Gebiet. Das kommt nicht gut. Ist wie? Nein, kenne ich nicht. Risa Yibet? Was ist das denn? Wow, Afghanisch, was ist das? Nein, kenne ich nicht. Aber guten Appetit, wenn es gut ist. Also Kentucky? No? Oh, oh. Bitte. Bitte, ich bin auch ein Mensch, bitte. Ich habe auch Herz. Ja. Das haben wir in der Schweiz nicht überall. Leider. Okay. Falsch. Aha. Okay. Wie geht das jetzt? Mach doch. Ibet. Was ist das denn? Bit. Hört sich sehr, also, kenne nicht. Hey Thomas, grüß dich. Was geht? Guten Morgen. God of Sp-
Ja, mega. Aber voll, ich schwöre. Niemand glaubt. Ich habe wirklich 2 Kilo Spaghetti gegessen. Mit Pesto und ja. Ich bin gerade am Überlegen. Soll ich Spaghetti essen heute? Ja. Alter, wie war das jetzt nochmal? Ich weiß nicht. Oh Mann. Ich hasse sowas. Sohn. Spring. Was da? Aha. Nein. Wieso schieße ich auf das? Was ist das überhaupt? Lass. Keine Ahnung. Vielleicht von der anderen Seite kommen wir da rein. Oder das? Was ist das? Das geht erst später. Ach so. Okay. Dankeschön, Stoff. Stoffinio. Ich kenne sogar ich kenne sogar Spaghetti-Lied. Barilla, ja. Oha, was ist das jetzt?